Viele erlebten einen neuen Tag, weil er an ihrer Seite kämpfte und statt ihrer fiel. Wir kennen seine Rituale nicht und ich fürchte, der Verlust seines Familienschwertes wird ihn auf seiner jetzigen Reise unruhig werden lassen. Doch für uns war er ein Bruder im Geiste und wir geben ihm, was uns heilig ist. Willem Trialmont, falls der Weg nach Hause dunkel ist, so ehrt es den Stein, dich in seinem Fundament zu wissen. Grabinschrift für Willem Trialmont, 7.5 Zeitalter des Sturms. Ja. Ach, diese Zeitalter. Vielleicht, da habe ich ja wahrscheinlich keinen Kodex zuvor gelesen. Da kann ich vielleicht mal sowas zu sagen. Und zwar habt ihr ja da jetzt schon verschiedene Zeitalter gelesen. Zeitalter des Sturms eben und dann Zeitalter des Drachen ist hier das Zeitalter, was aktuell in Ferelden vorherrscht. Und das läuft hier in Ferelden folgendermaßen. Und zwar hat jedes Zeitalter 100 Jahre. Und im 99. Jahr des Zeitalters wird anhand von irgendwelchen Omen und Ereignissen, bla bla bla, keine Ahnung was da nun genau, der Name des neuen Zeitalters festgelegt und so heißt dann das neue Zeitalter und die Zählung geht wieder von 1 los. Ich glaube, die erste Zahl ist das aktuelle Zeitalter und die Zahl nach dem Doppelpunkt müsste eigentlich dann das aktuelle Jahr im Zeitalter sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt habe ich hier überhaupt nicht geguckt, was wir hier so alles eingesackt haben. Hier haben wir eine Kettenrüstung aus rotem Stahl. Die dürfte nicht besser sein, wie ihr wünscht, als die, die Ogryn im Moment anhat. Ach, was wir hier auch plündern können alles. Meine Herren. Da hinten ist noch eine Truhe. Und hier hätten wir alles. Dann gucken wir uns doch mal an, was diese Truhe für uns zu bieten hat. Genau. Wahrscheinlich, so wird es geschehen. Oh, eine gravierte Silberschüssel. Juhe. Aber immerhin konnten wir sie knacken. Gibt 40 Erfahrungspunkte, wie ihr gesehen habt. Das ist sehr gut. Boah. So, hier hätten wir alles geplättet. Dann gucken wir jetzt kurz nach, was mit der Rüstung ist. Ob die besser ist als die, die... Nein, wie erwartet. Schild sowieso nicht. Dann Level Up Ogryn. Tja. Konstitution können wir mit 25, ist jetzt erstmal eine lange Zeit ausreichend. Wenn nicht sogar komplett ausreichend. Für den Rest des Spiels. Jetzt müssen wir sehen, wir brauchen jetzt bis 42 in Stärke, um entsprechende Rüstungen tragen zu können. Und der Rest geht ja für alle, die mein Skill Guide zum Tank gesehen haben, in die Geschicklichkeit. Jetzt frage ich mich, ob ich erst komplett auf Stärke gehe, sodass wir so früh wie möglich die schweren Rüstungen tragen können. Auf der anderen Seite haben wir die noch nicht. Können auch die massiven Rüstungen noch nicht kaufen, beziehungsweise uns noch nicht leisten. Deswegen möchte ich jetzt erstmal 3 in Geschicklichkeit gehen. Und beim nächsten Level Up gehen wir dann, denke ich, wieder 3 in Stärke. Bis dahin sollten wir die ein oder andere bessere Rüstung eventuell schon parat haben. Aber hier sollen es die 3 Geschicklichkeit erstmal tun. Und hier... Ach du Schande, Level 14. Gut, den ersten Kriegerbaum haben wir. Den zweiten, der ist nicht so wichtig. Dann können wir auf Waffe und Schildtalent. Ach genau, ich wollte ja die Schildbeherrschung. Dann... Huch. Nehmen wir die auch. Der Charakter beherrscht seinen Schild sowohl im Angriff als auch der Verteidigung meisterhaft und erhält zusätzliche Vorteile, wenn er Schildschlag, Schildhammer, Sturmangriff, Überwinden, Schildverteidigung, Schildwall oder Schilddeckung einsetzt. Jo, Schildwall ist bei uns sowieso immer an. Schildschlag haben wir auch ab und zu mal raus, also feine Sache. Dann nehmen wir uns als nächstes bei den nächsten Level-Ups dem oberen Baum an. Und immer wenn es mal in die Skillung passt, dann geht es hier oben mit den beiden passiven Champion-Fähigkeiten weiter. Und wir kriegen ja dann auch, ich glaube schon beim nächsten Level-Up bei Ogryn. Hier wollte ich hin. Jo,
eine neue Spezialisierung, denn die zweiten Spezialisierungen gibt es auf Level 14. Da hinten wartet schon ein Spinnilein auf uns und möchte uns mit Sicherheit angreifen. Wir machen einen Quick Save und es geht weiter im Ortenteig. Oh, eine riesige Giftspinne. Juhe! Da ist die Freude aber riesengroß. Und wenn wir jetzt hier rechts langlaufen, dann laufen wir in eine Falle. Genau, in diese. Und uns attackieren weitere Spinnen. Von vorne, von hinten, von überall. Oh, Morrigan, jawohl, danke schön. Jo! Lief ja mal ganz gut. Jetzt gucken wir mal auf die Karte, was uns hier drüben erwartet. Ein ungehaltener Geist, Zwerg. Ach du Kacke, müssen wir uns jetzt mit Geistern rumschlagen. Ach, ich entsinne mich. Ja, ein Steingolem auch noch. Ja, doch, da war was. Erstmal hier wieder plündern, die alten Kackspinnen. Na, komm her. Schwacher Wundumschlag. Teigkriecher hat Geld. Spinnen mit Geld. Also da fragt man sich doch, wo da die Logik steckt. Na, Verletzungsausrüstung. Gut, da haben wir ja in letzter Zeit nicht gerade wenig verballert. Und noch eine Kettenrüstung aus rotem Stahl, die wir nicht brauchen. Ich frage mich jetzt, ob wir hinten rumgehen. Also quasi hier oben oder hier unten direkt rein. So. Ach, wir gehen hinten rum. Wir gehen hinten rum. Also nicht, dass das jetzt, glaube ich, irgendwelche Vorteile für uns hätte oder so, dass wir jetzt hier hinten lang gehen. Glaube ich wohl nicht in Erinnerung zu haben. Ja, komm ran, du alter Kackzwerg. Hör doch mal auf, hier so rumzubrüllen. Stopp. Morrigan, mach mal kurz den Golem weg. Ah, jetzt hat... Ja, super. Kraftfeld und Mal des Todes. Ja, herzlichen Glückwunsch. Taktische Meisterleistung. Da ist auch noch einer. Ja, nun bleib doch mal stehen und fang dir den Schlag ein und dann ist Ruhe. So, und nun aber alle Mann... Unruhe haben wir noch genug. Ausdauer für Morrigan, heil mal. Morrigan, hau mal eine Gruppenheilung raus. Das muss doch gehen. So. Ole. Ach, da ist ja noch einer. Jetzt aber. Ah, wem hat es denn jetzt gerade wehgetan? Und ihr seht hier oben eine. Plot, eine Questmarkierung, Questplot, meine Herren, zerschnitten. Das bezieht sich, wenn ihr euch erinnert, auf diese Körperteile, die wir überall in den aber tiefen Wegen verstreut gefunden haben. Da waren ja Kopf, Torso und Gebeine. Und da jetzt, ich meine, mir sicher zu sein, dass wenn ich jetzt an die Truhe gehe, Spinnen kommen. Ich bin erfreut. Sag ich ja. Nein! Die sah schon so aus, als ob sie auf Liliana drauf wäre. Jetzt komm aber mal, hört doch mal auf mit dem Kack hier. So, der Teigkriecher, der Ding halt läuft. Oberyn wimmelt hier alles ab. Und das war's auch schon im Grunde. Sag mal, hat eigentlich der Golem nix gedroppt oder habe ich den schon wieder geplündert und hab's nicht mitgekriegt? Das kann natürlich gut sein. Tiefenpilz. Jetzt aber.
eine zwergische Kriegsaxt aus Stahl. Das braucht doch kein Mensch. Das braucht doch echt kein Mensch. Da hinten steht ein Genlock. Ah, ich weiß. Ich weiß. Ist hier hinten noch was? Aha. Ja, Froststein. Oh. Was sagt eigentlich unser Inventar? 79 von 110. Dann müssen wir wohl nach diesem Dungeon mal einen Ausflug machen ins Lager. Und hier mal aufräumen. Das werde ich wohl offscreen tun. Ne? Jetzt habe ich mich erschreckt, wo die herkamen. Boah, jetzt habe ich mich verjagt. Ja, das werde ich wohl offscreen machen. Weil sonst nimmt das mit Sicherheit mal wieder eine ganze Episode in Anspruch. Oder sogar mehr. Da hinten ist Ruck. Ruck, ihr... Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. In Orsamar im Ständeviertel gab es eine Frau namens Filda. Und die Filda hat ihren Sohn gesucht. Und das ist der gute Ruck. Und da gucken wir jetzt mal, was der so... Rennt er weg. Rennt er weg. Und ich meine, wenn ich jetzt hier reingehe, dann kommt wieder irgendwas. Ist doch... Alles andere wäre doch komisch. Kommt hier nichts mehr? Für dich gibt es hier nichts. Alles meins. Ich habe es in Besitz genommen. Aha. Wer bist du? Was machst du hier unten? Du willst mir was wegnehmen. Oberflächler sind alle gleich. Diebische Schurken. Ich hab's zuerst gefunden. Er ist ein mieser Plünderer und schon so gut wie tot. Geh weg! Du bringst sonst noch die Dunkle zurück. Aber die brechen dir die Knochen. Es heißt, man kann hier unten nur überleben, wenn man die Leichen der dunklen Brut isst. Wie lecker. Das Blut der dunklen Brut ist giftig. Daran sind Männer schon gestorben. Es brennt, wenn du schluckst. Es brennt! Es gehört mir, nicht dir, der die Knochen brechen. Huch. Dir die Knochen brechen und Spinnies. Na dann, kommt mal ran, ihr Kackviecher. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Das, ach, guck mal an. Ja, jetzt hänge ich drinnen im Salat. Aber selbstverständlich. Boah, bleib hier. Das hasse ich so bei Spinnen, dass die immer weglaufen und dann wieder hinlaufen und die sind irgendwie im Angriffsmuster recht strange programmiert, wie ich finde. Morrigan, haust mal eine Gruppenheilung raus. Ogryn, schreie hier mal alles in den Grund und Boden. Das ist auch so eine Fähigkeit. Ogryn ist ja gerade überwältigt worden von der Spinne. Das ist eine ganz böse Fähigkeit. Die kann einen mal ratzfatz den Charakter kosten. Na komm schon. Na bitte. So, auch das war jetzt alles andere als ein Problemchen. Schwaches Elixier der Erdung. Mein Gott, was die alle droppen hier, das ist echt eine Frechheit. Na, das ist doch mal was. Den haben wir noch nicht mal erlegt, der war schon tot. Jetzt besuchen wir aber den lieben Ruck hier hinten in seinem, keine Ahnung, Heim? Ach, guck mal, schön. Ein Schränkchen hat er da, eine Vase hat er da. Das ist doch was Feines, ne? Rauben wir dich erstmal aus. Ah, Oberflächlerknauf. Ein schwerer Knauf aus augenscheinlich hochwertiger elfischer Fertigung. Eine unfertige Inschrift leuchtet schwach ob des verwendeten Lyriums, bleibt aber unleserlich. Und da hatten wir doch schon den Griff. Jetzt haben wir den Knauf. Dann fehlt uns ja nur noch
die Klinge, wenn mich nicht alles täuscht.